Geduld war bei den Pressevertretern im BKA Wiesbaden angesagt, denn Innenminister Thomas de Maizière ließ auf sich warten. Im Gespräch mit BKA-Präsident Holger Münch ging es, wie so oft in letzter Zeit, um die Flüchtlingswelle, genauer gesagt um mögliche Gefahren für die innere Sicherheit durch die Zuwanderer. Anlass zur Sorge gibt etwa die zunehmende Gewalt in den Unterkünften in den letzten Wochen. Das ist gewiss auch der Enge in diesen Unterkünften geschuldet, das ist wahr. Aber auch hier gilt, es gibt keinen Grund, Gewalt anzuwenden. Man kann auch von Menschen, die wochenlang unterwegs waren, die Deutschland als ihr Ziel ausgeben, etwas Geduld erwarten. Auch BKA-Präsident Holger Münch hat eine klare Meinung zu den Auseinandersetzungen und Krawallen. Das ist eigentlich Hauptziel, nicht zu Eskalationen kommen zu lassen, solche Streitigkeiten, sondern möglichst das auch wieder einzudämmen. So. Und natürlich, wenn dann auch massiv aufeinander losgegangen wurde, dann gibt es Strafverfahren. Der Presseandrang zeigt das enorme öffentliche Interesse an den Worten des Ministers. Und diese sind klar, auch zum Thema Abschiebung. Wenn in einem ordentlichen rechtsstaatlichen Verfahren entschieden ist, dass jemand Deutschland verlassen muss, dann gehört es zu einem Rechtsstaat, dass das dann auch tatsächlich geschieht. Und viele dieser Hindernisse werden wir jetzt beseitigen. Die Flüchtlingswelle bleibt auch für ein modernes Deutschland eine Herausforderung. Und die To-Do-Liste des Ministers ist lang. Für ihn ging es im Anschluss gleich zum nächsten Termin.